heute mal nächste Zusammenfassung von Yama und der AWO. Es sieht so aus. Hattet jetzt in den 2 Wochen 3 Träume gehabt. Der erste Traum war vom PC Principle, wo ich so ein Frauen-T-Shirt geschenkt bekomme mit so einem Plüschlöwen oder so einem Löwen drauf. So, dann hab ich auf einmal Yama an seiner Seite gesehen, bin durchgedreht, habe gesagt zu meinen Eltern, ich habe Yama gesehen. Wo die dann so langsam ihr Kopf geschüttet haben und gesagt haben, du gehst in Therapie, du gehst nach Jericho. Ich dann zu den Bahnschienen gelaufen bin und mich umbringen wollte und so alles. Und der zweite Traum war dann so, dass ich im Schlachthaus war und da den Yama gesehen habe als Graffiti mit blutunterlaufenden Augen. Gut, schwarz blutunterlaufenden Augen und habe dann so einen Spruch da unten gesehen, so ansprüht. Hast du Bock auf AWO? Und der dritte Traum war eben der schlimmste, eben habe Backroom gespielt, obwohl ich das Spiel ja nicht habe. Und hab den Yama mit Frisur meiner Schwester gesehen und die in Pflegerklamotten, wo sie dann ihre Arbeiten tut. Und ich glaube, das ist mir so gekommen, weil ich jetzt übrigens Angst vor Yama habe, dass der wirklich in meinem Raum steht. Dass der wirklich in meinem Raum steht und mich anguckt. Habe ich mir eben den Todfeind, die AWO, vorgestellt. Und ich sag's immer wieder. Wenn ich nur meine Jiri schon was deute, ich töte mich selbst. Ist mir scheiße, hat jeder dazu sagt. Auch wenn er mich jetzt mal hin tut, wenn ich eine Jiri schon muss. Ich bring mich um. Ist mir scheiße, was ihr zu meint. Nochmal, besteht diese Hölle nicht. Da bin ich viel zu empfindlich so und viel zu traurig so. Wir sollten mal wieder fährt. Ist mir scheißegal. Wenn ich nach Erichow muss. Oder irgendwo in der AWO-Klinik muss. Ich weiß, sind da alle so versaut. Nach meiner Meinung. Dann werde ich mir das Leben nehmen, dann sage ich Schluss, aus, Ende. Auch wenn mir in der Familie und Freunde und Verwandtschaft wehtue. Aber Leute, die tun mir damit ehrlich mehr weh, wenn die mich in so einen Ort des Schreckens bringen, oder wo man nur grob behandelt wird, bringt. Ja, wahrscheinlich haben mir Fantasie so was vorgestellt, naja. Wenn du Jericho hast und Angst vor Yama hast, warum bringen wir dich denn in meinem Traum dahin? Und wir sind da zusammen. Wahrscheinlich mischen wir das immer zusammen. Ja. Also müsst ihr euch so vorstellen. Ich wurde in Jericho grob behandelt, also grober als manche, also viele wurden da grob behandelt. Ich habe auch mit Patienten gehabt, der selber grob behandelt worden ist und ja. Und dann hat sie mir in der Fantasie so vorgestellt, der wisst ihr was? Der Mama Yama, vor dem du Angst hast, der ein bisschen Angst hast. Und AWO mal zusammen in den Traum. Und ich würde gerne wissen, was ihr von Gruseliger findet. Yama als meine Schwester. Das gruselige Yama. Foto von der AWO. Also in den Pflegeanzug. Oder Yama einfach nochmal zu sehen und dann wechseln. Denn der Familie glaubt ihr nicht und lässt sich einweisen. Ich will so gern wissen, was ihr mehr gruselig findet. Weil Yama ist wirklich eine gruselige Figur, also. Also, das ist wirklich schon so eine beeindruckend gruselige Figur. Ja, jetzt soll ich Klugscheißer sagen. Ja, dann zieht er sowas nicht an.
Ich liebe Creepypasta Punch und ich mag diesen Kanal. Der ist einfach nur geil. Wenn ihr so eine Trümmer habe ich einen Becher habt, aber trotzdem. Eine Renierischow will mich keiner mehr bringen. Gar keiner. Weder meine Eltern, mir die Polizei und ich hätte die gehen vorhalten, wenn ich dahin müsste, ich niemand leben, also mir scheißegal. Erst recht, wenn ich so eine Albträume davon habe, dass ich eingewiesen wäre davon. Ist ja die Würze noch davon. Ja. Ist ja noch die Würze davon, wenn ich so einen Albtraum habe und Jericho, denn noch innewiesen wirst und denn deine Albträume war wie an, das will ich nicht. Nee, also ein bisschen mit Jammer, das ist. Seine Albträume will ich nicht haben. Aber im nächsten Jahr, wenn ich wie Buster Punch schaue, dann muss ich eben damit durch. Was ich sag's mal so. Creepypasta Punch hat nichts mit AWO zu tun, aber. Leute, wie die mich da behandelt haben, ja. Permanent angebrüllt und. Ganz einfache Nackenschirme in Tagträumen bei der Sporttherapie. Eine ISO geschubbt. Das sehe ich nicht in, dass ich dass ich dann so träumen tue. Also dass ich dann nochmal rein. Da träum schon. Ich meine, dass ich dann nochmal eingewiesen werde. Bin ja nicht mehr sicher, ob ich lieber ans Heim nehmen würde, ob mir eine Familie eine Betreuung übernimmt, weil. Für meinen Bruder, seine Freundin arbeitet in Jericho schon und meine Schwester auch und. Bin da misstrauisch. Ich weiß nicht, ob ich da. Ich bin da misstrauisch und weiß nicht, ob ich da wirklich für die betreuen lassen würde. Die mit denen da permanent angebrüllt werde. Das muss da wirklich nicht sein. Ja. Dass ich im permanenten sich geschrieben würde, halt die Freiheit der Mund oder so. Nee, Gottes Willen. Das muss nicht sein, das ist für mich der reinste Quatsch. Wie gesagt, also der Traummix, also ist interessant von AWO und Yama, aber ich will mich weder von Yama beginnen lassen, als mich von AWO einweisen zu lassen. Ja. Und ich sag's nochmal im Bösen. Ich lass mich lieber von der NS töten, als mich zu AWO zu bringen. Weil Leute, AWO ist mein Todfeind. Mein Todfeind. Und kein Freund. Sondern Todfeind. Das ist die pure Feindseligkeit bei mir und ich kann diese Leute nicht leiden, was die mit mir angestellt haben. Das mal zum Zusammenhang. Die haben mich in der ISO geschubbt, die haben mir ganz einfache Nackenschellen gegeben. Also ein Ehenflieger hat sie gemacht, ja. Der ist da, glaube ich, nicht mehr, wie ich gehört habe, aber ganz vertrauen tue ich das nicht. Dann haben sie, sozusagen, also die haben mir in ISO geschubbt, in so einen pulsierten Raum geschubbt und leichte Nackenschellen gegeben, wenn ich einen Tag geträumt habe und. Angebrüllt haben sie mich. Ja, ich bin sauer darauf. Ich sehe die AWO nur mal als meine Feindseligkeit und wird immer mein Feind bleiben. Ich werde mit diesen Leuten keine Freundschaft schließen. Egal, ob meine Schwester da arbeitet oder nicht. So, und das war's dann erstmal. Mit dieser Zusammenfassung von Yama und der AWO. Bis dann.